am Montag. Der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel legt sein Nationalratsmandat zurück. Damit soll die Aufklärung der Telekom-Affäre durch die Justiz erleichtert werden. Schuldeingeständnis sei das keines. Es sei ungerecht, die ÖVP mit den Vorwürfen in Zusammenhang zu bringen. Der als Schweigekanzler bezeichnete Wolfgang Schüssel macht in der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz nicht viel Federlesens und kommt gleich zur Sache. Ich komme vom Klubobmann Karl-Heinz Kopf, den ich gerade informiert habe, dass ich mit Ende dieser Woche mein Abgeordnetenmandat zurücklegen werde. Sein Schritt sei aber nicht als schlechtes Gewissen oder gar Schuldeingeständnis zu werten, macht Schüssel mehrfach klar. Es sei ungerecht und unverantwortlich, die ÖVP in Zusammenhang mit dieser Affäre zu bringen. Ich lasse mich nicht dafür verantwortlich machen, was ein Minister nach seiner Amtszeit geschäftlich, wirtschaftlich, kulturell, privat oder sonst wie macht. Das ist absurd. Schüssel erklärt außerdem, dass er den in die Affäre verwickelten Peter Hochecker nicht persönlich kenne und Alfons Mensdorf-Pi habe er nur gelegentlich zusammen mit dessen Frau Maria Rauch-Kallert getroffen. Auf seine Regierungszeit angesprochen, meint Schüssel, sein ÖVP-Team habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Dass Vertrauen missbraucht wurde, könne er aber auch nicht ausschließen. In der Wiener Innenstadt begrüße ich meine Kollegin Sabine Schuster. Warum dieser letztlich doch überraschende Rückzug von Wolfgang Schüssel? Ist er auch in der eigenen Partei unter Druck geraten? Sagen wir es mal so, die eigene Partei war in gewisser Weise in eine Schmutzkübelkampagne verwickelt. Es heißt heute auch in einigen Aussendungen bereits schon, dass man also das als starken Schritt von Wolfgang Schüssel in den eigenen Reihen wertet, eben weil er in eine Schmutzkübelkampagne verwickelt wurde, aufgrund der Tatsache, dass er eben in dieser Zeit Kanzler war. Aber als Kanzler könne er eben nicht alles verantworten. Wolfgang Schüssel selbst hat in der Pressekonferenz auf Nachfrage mehrfach gesagt, es sei ein persönlicher Schritt. Er wolle einfach die Aufklärung dadurch erleichtern, dass er eben nicht mehr politischer Mandatar ist und von Seiten der Partei sei keinerlei Druck auf ihn ausgeübt worden. Er wisse auch nicht, wie Klubobmann Kopf und auch der Parteiobmann Spindelecker, ob sie jetzt traurig seien oder wie sie seinen Schritt auffassen würden. Er hätte ihnen nur kurz mitgeteilt, dass er diesen Schritt eben zu setzen gedenke. Aber ich denke mal, dass man innerhalb der ÖVP schon froh sein wird, jetzt zumindest ein bisschen Wind aus dieser Geschichte genommen, dass Schüssel jetzt ein bisschen Wind aus dieser Geschichte genommen hat und man es eben so schauen kann, dass man vielleicht doch noch unbeschadet aus dieser Affäre herauskommt. Dankeschön, Sabine Schuster, für diese Informationen. Und an dieser Stelle ein Hinweis zum Rückzug von Wolfgang Schüssel. Planen wir heute einen runden Tisch um 22.25 Uhr im Anschluss an die ZIP 2 in ORF 2. Die Grünen verwerten die Telekom-Affäre politisch und sprechen nur mehr vom schwarz-blauen Korruptionssumpf. Morgen werden sie eine Sondersitzung des Nationalrats beantragen. Das sei aber nur der Auftakt für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. ÖVP und FPÖ werfen sie vor, die Affäre vertuschen zu wollen.